Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Diesmal haben wir einen Sopema-Dünger-Anhänger bekommen von Simular Agri Modding. Ist erhältlich für PC, Mac, PS4 und Xbox One. Er ist ein Anhänger, wo wir die Düngerleistung oder die Flächenleistung mit Düngen erhöhen können oder schneller machen können. Aber das zeige ich euch gleich. Er hat ein Füllvolumen von 8500 Liter. Wir haben einen Farbblock von Rot und Gelb. Wir haben die Reifenhersteller Trelleborg und Michelin. Trelleborg Standard, umgedrehte Räder. Standard, Michelin, Standard, umgedrehte Räder, Standard. Anschaffungspreis für den Anhänger sind 32.665 in Anschaffung und 1.665 im Leasing. Ihr habt den schon gekauft, steht am Händler, den können wir ausprobieren. So viel dazu. Hier steht zwar, dass er irgendwie alles laden kann. Vielleicht kann man den auch als Anhänger nutzen für Transport, für irgendwas. Das können wir gerne gleich einmal ausprobieren, glaube ich. Schauen wir mal. Ja, das ist der Anhänger. Also, Gelenkwelle. Wir haben eine Kugelkopfanhängung. Die Hydraulikschläuche und so sind angeschlossen. Wir haben keinen Pixelbrei. Hier steht nochmal Sopema. Große Reifen. Eine Rundumleuchte haben wir. Wir haben Warntafeln. Wir haben die Lichteinheit. Wir haben eine Dreipunktaufnahme. Da unten haben wir noch mal einen Anschluss für die Gelenkwelle. Gefällt mir ganz gut. So, machen wir einmal kurz den Lichtertest. Und zwar die Rundumleuchte funktioniert, Blinker links funktioniert, Blinker rechts funktioniert ebenso. Wir haben keine Rückfahreinrichtung, wir haben aber Bremslicht, was funktioniert. Und wir haben ganz normales Licht, was funktioniert. So, dann hängen wir mal den Düngerstreuer an. Bei dem Düngerstreuer könnt ihr jetzt die Plane öffnen. Gut, der ist jetzt ein bisschen unpraktisch dafür, sage ich jetzt mal, wegen der Plane. Aber es funktioniert. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel Dünger ausbringen wollt, könnt ihr den einmal voll machen und den einmal voll machen. Und wenn der Streuer leer ist, könnt ihr mit dem diesen Streuer wieder befüllen. Das heißt, ich zeige euch das. Ihr müsst auf das Gerät wählen und schon kommt die Anzeige überladen, starten, Dünger. Wenn ihr die Taste I drückt, befüllt er in den Düngerstreuer, der ganze Aufbau kippt hoch. Und schon könnt ihr weiter Dünger streuen. Ihr wechselt natürlich dann auf das Gerät wieder, um weiter zu streuen. Dasselbe geht auch für Kalk. Also hier ist Kalk drin. Wenn ihr einen Streuer habt, der in der Dreipunkt ist, der Kalk laden kann, könnt ihr dasselbe natürlich auch mit Kalk machen. Gefällt mir ganz gut. Ist für große Flächen bestimmt gar nicht mal doof, aber auch für mittlere Felder, denke ich mal, sehr gut geeignet. Ich würde mal sagen, wir holen uns noch mal ein, weil da Weizen und sowas alles dran steht. Und ich möchte gern mal wissen, ob man das auch befüllen kann. Was haben wir denn hier? Weizen, Saatgut, Big Pack. Wenn, dann gucken wir einmal. Richtig, würde ich mal behaupten. So, nehmen wir uns den Trecker. Auch mit dem Düngerstreuer bleibt das schön gerade in der Waage stehen. Kippt nicht nach hinten über. Hoppala. Ja,
Auch mit Weize können wir den gewährten oder schönen Anhänger befüllen. Und ich denke mal, dass wir das dann auch abladen können. Also wenn, dann könnten wir den bestimmt auch als Abfahranhänger nehmen für Getreide. Aber ich denke mal, das liegt nicht in der Aufgabe dieses Anhängers. Ist eigentlich, glaube ich, nur eine Unterstützung für den Düngerstreuer. So, 6000 Liter haben wir geladen. Ich würde sagen, wir fahren einmal kurz zum Hof und gucken, ob wir mit diesem Anhänger natürlich auch ganz normal Saatgut, Weizen oder allgemein die Getreidearten fahren können, transportieren können und ob wir sie auch ins Lager kippen können. Das würde mich nämlich brennend interessieren, weil sonst stimmt die Anzeige nicht ganz. Silos. So. Okay. Also, ihr könnt mit diesem Anhänger natürlich auch ganz gepflegt die ganz normalen Kornarten fahren oder ihr nehmt ihn halt als Düngerstreuer oder als Kalkstreuer. Ist ein kleiner Multi-Anhänger, gefällt mir doch eigentlich recht gut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich natürlich wie immer sehr freuen. Und um keiner meiner weiteren Videos zu verpassen, gerne die Glocke aktivieren, durch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Log ist fehlerfrei. Wie immer schön, wenn die Log fehlerfrei ist. Wie gesagt, Glocke aktivieren, der euch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Manuel.